Ja, meine Lieben, heute geht's nicht um den Topf, der da drin steht. Der kommt zwar nachher auf die glühenden Kohlen, aber das haben wir vor exakt einem Jahr schon gehabt. Das war der Kartoffeltopf, Video 406 war es, glaube ich. Ja. Heute geht's um meinen Kohlentest. Uiuiuiui. Und zwar auf heißen Kohlen vom Klaus. Die werde ich heute jetzt den Grillkotertest unterziehen. Und wenn sie da genauso gut für mich persönlich abschneiden, dann bestelle ich mir die regelmäßig. Mhm. Und ja, die lösen dann eben, wie ich schon gesagt hatte, die Profagos bei mir ab. Aber jetzt gehen wir rein und feuern wir sie an. Na, zuerst einmal die Häufchenbildung. Ein paar Restkohlen vom letzten Mal sind noch drin, ganz klar. Oh, ja, ich glaube, die reichen erst einmal. Schön verteilen hier in die Mitte rein, dass die alle anfeuern. Und dann kommt nämlich das Gitter rein, wenn sie glühen, und der Topf drauf. Und dann gucke ich mir das Ganze an, wie lange sie brennen, ob sie mir heiß genug sind. Aber das gehe ich dann mal davon aus, ob ich einfach persönlich ja, damit zufrieden bin. Ja, genau darum geht es heute. Tja Leute, dann lasse ich sie jetzt anbrennen und dann gucken wir weiter. So Leute, fast sind sie soweit. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier unten drunter noch zwei Profagos reingemogelt. Einfach mal zu gucken, ja, wie lange die brennen im Gegensatz zu den anderen. Ja, jetzt war ich etwas spät dran eben mit den Profagos, aber die glühen auch schon. Dann legen wir die Profagos auch hier auf die Seite. Das waren nämlich die zwei hier. Dann legen wir hier noch zwei von den anderen Kohlen auf die Seite, wo schön glühen. So, dass sie von unten ein bisschen Luft kriegen. Den Rest verteilen wir. Oh Mann, heiß. Also heiß sind sie, definitiv. Also so heiß waren die Profagos nicht. Schon mal ein fetter Pluspunkt. Ja. Und der Topf ist wieder so schwer. Und was soll ich jetzt sagen? Jetzt warten wir einfach ab, bis das Essen fertig ist und schauen, ob die Kohlen ja die ganze Zeit über auch durchhalten. Und dann können wir definitiv das Fazit zu den Kohlen sprechen und ja, ganz genau, ob das wieder lecker. Wie gesagt, Video 406, einfach mal runterscrollen und das Video aufrufen, es zu 99,5% genau dasselbe. Ja, spinnig. Leute, die Kohlen haben so viel Dampf, dass man gleich der Topf überkocht. Im Gegensatz zu den Profagos-Kohlen, wo immer noch nicht durchgeglüht sind ganz. Naja, topfen wir halt mal weiter. So Leute, nach 1,5 Stunden jetzt, die Klaus-Kohlen sind zwar ja doch schon etwas kleiner als die Profagos, aber wenn wir die angucken, die glühen mal richtig Vollgas, geben mal richtig Power ab, während die Profagos, naja, ich würde sagen, bloß so halblebig sind. Also für mich steht fest, Moment. Also Leute, für mich steht definitiv fest,
Dass ich in Zukunft ja, mir lieber die kaufen werde, weil von der Brenndauer müsste es ja ungefähr aufs Gleiche drauf rauslaufen, aber die geben wesentlich mehr Hitze ab. Und das finde ich mal richtig geil. Ja, also Klaus, du kannst dich auf eine Bestellung gefasst machen. Da kommt noch ein paar Sätze. Und meine Empfehlung haben die Kohlen definitiv. Also ich bin sehr zufrieden. Kommentiert doch unten drunter, ob ihr die auch schon ausprobiert habt, ob ihr auch zufrieden seid. Das würde mich persönlich auch interessieren. Okay Leute, dann war es das mit dem kurzen Video heute. Test bestanden, Grillkotter-Test und ja, so schaut's aus. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und so wie es hier riecht, wird das Essen auch wieder schmecken. Aber wie ich es jetzt schon mindestens zweimal gesagt habe, Video 406. Tschaikowski.